Hallo zusammen, willkommen mal wieder zurück zu einem DL-Teamcheck. Diesmal der Rekordmeister, die Eisbären Berlin. Aber allerdings waren sie jetzt schon ein paar Jahre vom Meistertitel weit entfernt. Wie auch diese letzte Saison. Beziehungsweise weit entfernt eigentlich nicht mehr. In den Playoffs lief es ja ganz gut. Aber wir gucken uns erstmal kurz an in der Hauptrunde. Und die war wirklich für die Eisbären nicht sehr berauschend. Waren sogar lange Zeit auf dem 10., ich glaube mal ganz kurz auch auf dem 11., haben sich später immerhin noch auf den 8. Platz hochgekämpft und die Hauptrunde war wirklich zum Vergessen. Viele katastrophale Spiele und Ergebnisse. Sie hatten natürlich auch Verletzungspech, muss man sagen. Und die Playoffs waren dann wiederum viel, viel besser. Da sind dann auch die verletzten Spieler zurückgekommen und man hat die Adler Mannheim im Viertelfinale rausgehauen. Das waren 7 sehr, sehr spannende Spiele. Ich habe natürlich für die Berliner ein bisschen irgendwie als Underdog sozusagen gecheert. Und war ganz gut mit anzugucken. Im Halbfinale dann gegen Red Bull München 4-1 ausgeschieden. Ist keine Schande. Okay, gucken wir uns nochmal kurz den Kader an. 2 Torhüter. Ein sehr guter, 2 junge Nachwuchstalente. In der Verteidigung Konstantin Braun und Frank Hördler sticht da auf jeden Fall hervor. Danny Richmond, neu gekommen. Martin Buchwieser, Florian Busch im Angriff. Jamie McQueen. Aber wir gucken uns mal kurz die 3 Stars an, die ich sozusagen rausgesucht habe. Und da wäre natürlich der Torhüter Petri Vehanen. Ja, immer wieder sehr gute Leistung gezeigt, sehr solide. Ist ein super Rückhalt für das Team. Und ja, er wird auf jeden Fall mindestens noch eine Saison weiter dranhängen, auch wenn er dann 40 ist. Ja, ich denke trotzdem, dass er noch gute Leistung zeigen kann. Dann, super Verteidiger. Konstantin Braun in der Defensive. Ja, letzte Saison nicht ganz so optimal, aber sonst eigentlich immer recht konstant. In der Defensive gut aufgeräumt. Offensiv nicht überragend, aber okay. Er verhindert halt das Tore schießen, macht seinen Job und das macht er eigentlich sehr gut. Und Nick Petersen, ja, hatte letzte Saison auch seine erste Saison bei den Eisbären, hat davor 2 sehr, sehr gute Jahre in Iserlohn gespielt und hat auch bei den Eisbären gezeigt, was in ihm steckt. Und auch nächstes Jahr werden, also diese Saison, werden wieder super Leistungen von ihm kommen, da bin ich mir ganz sicher. Verrücktes Bild übrigens. So, dann gucken wir nochmal weiter. Und zwar, was bisher passiert ist. Und wir gucken uns auch mal kurz die neuen Neuzugänge und die Abgänge an. Beziehungsweise hauptsächlich die Neuzugänge. Und da sehen wir, dass einiges passiert ist. Ja, aus Mannheim, Danny Richmond. Blake Parlett kenne ich nicht, aber aus einem guten finnischen Verein. Und dann Thomas Oppenheimer von Ingolstadt. Martin Buchwieser von Ingolstadt. Sean Beckmann kenne ich nicht. Mark Oliver, der Bruder von Darren Oliver. Und James Shepard. Und ja, der Kader ist damit auf jeden Fall ordentlich verändert worden. Dann gucken wir mal die Vorbereitungsspiele, die gelaufen sind, was passiert ist. Gegen die Lausitzer Füchse gab es ein 5-2 aus Sicht von Berlin. Dann gegen den Schweizer Verein aus der ersten Liga, Ambrì Piotta, 3-2 nach Penaltyschießen gewonnen. Und gegen Sparta Prag zu Hause 6-3 gewonnen, auch eine gute Leistung. Und gegen Mikkelin Jukurit, kenne ich nicht, aber klingt finnisch, 2-1 gewonnen. Und gegen den HC Litvinov 1-2 verloren. Und, oh, das ist überraschend. Gegen DEL2-Verein Dresden-Eislöwen 7-2 verloren. Ich meine, kann passieren, ist jetzt nicht ein Weltuntergang. Und gegen die Graz 99ers, hier steht 1.9., habe ich noch kein Ergebnis von gesehen oder gehört. Telekom Eishockey hat es auch noch nicht geupdatet anscheinend. Okay, soweit zu den Eisbären. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.